Hallo ihr Lieben, ich fange heute mal etwas zeitiger an als sonst. Es soll heute wieder sehr heiß werden, 36 Grad sind angekündigt. Wir haben ja schon den ganzen Mai so hohe Temperaturen gehabt und ja, es geht weiter. Angeblich der heißeste Mai seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. Und ja, gut, ich lebe in Südfrankreich, für die, die das nicht wissen. Und hier ist es natürlich etwas wärmer als in Deutschland, aber im Moment ist schon extrem. Ja, das nächste Thema. Mein Jod-Experiment. Ich habe mich mal wieder zur Laborratte gemacht und getestet, was passiert, wenn man über längere Zeit Jod in einer hohen Dosis einnimmt. Ich mache mal wieder genau das, was eigentlich nicht empfohlen ist oder wovon abgeraten wird, weil das gefährlich ist. Aber ich will es ja immer ganz genau wissen. Ja, aber wieso macht man das und wieso ausgerechnet jetzt? Also Jod in äußerer Anwendung auf der Haut, das mache ich schon lange, da habe ich auch Videos drüber gemacht. Das ist also nichts Neues. Und ich hätte es wahrscheinlich auch jetzt nicht anders gemacht, wenn da nicht der russische Angriff auf die Ukraine gewesen wäre. Und seit das angefangen hat, beschäftigt mich halt die Frage, ob uns möglicherweise der Einsatz von Atomwaffen bevorsteht. Einen dritten Weltkrieg würde mit Sicherheit niemand überleben. Aber da das nicht sicher ist, kann man ja vielleicht trotzdem mal ein bisschen vorsorgen. Eine Atombombe ist noch nicht das Ende der Welt. Was Aussichten. Jod schützt bei einem radioaktiven Ausfall vor Schilddrüsenkrebs. Das ist bekannt, wie das funktioniert und was da genau passiert. Das findet ihr unter anderem bei Wikipedia. Ich werde da auch was verlinken. Ansonsten müsstet ihr selbst recherchieren. Also Vorsorgen ist besser als Krebs, habe ich mir gesagt und angefangen, das Zeug einzunehmen. Ich habe ehrlich gesagt nicht sehr intensiv recherchiert. Ich habe das Pi mal Daumen gemacht. Einfach mal gucken, was passiert. Zuerst natürlich in kleinen Mengen, dann steigender Dosis und es ging mir gut und also habe ich weitergemacht. Warum hatte ich keine Angst vor einer Überdosierung? Weil ich einerseits mir nicht darüber klar war, wie wenig Jod empfohlen wird und wie schnell man in der Überdosierung ist. Das habe ich dann erst später erfahren, als ich dann im Laufe meines Experiments wirklich recherchiert habe. Und ich habe mich halt auch an den Japanern orientiert. Die essen ja alle sehr viel Fisch und Algen und Meeresfrüchte, neben Junkfood, was ja auch dort langsam immer weiter sich verbreitet. Und deshalb bekommen sie eigentlich jeden Tag eine Megadosis an Jod ab. Das ist wirklich so. Algen haben irre viel Jod. Und da ist eine Überdosierung theoretisch auch möglich, aber die Japaner essen das ja alles in kleinen Mengen. Ja, und diese Überdosierung scheint ihnen aber auch nicht zu schaden. Und man könnte sagen, eher ist das Gegenteil der Fall. Aber sie sind es gewöhnt, vielleicht schadet es ihnen deshalb nicht. Japaner sind fitter, schlanker und gesünder als wir. Sie sind ein sehr intelligentes Volk und sie leben auch länger. Also ganz so falsch kann das, was die machen, nicht sein, oder? In anderen Ländern ist man stolz, wenn man die 80 schafft oder die 90. Und die japanische Messlatte liegt dann schon bei 100 und 110. Und das ist gar keine Seltenheit. Ich glaube, es gibt mittlerweile 20.000 Japaner, die über 110 sind oder irgend sowas. Also es sind nicht wenige. Und die erreichen nicht nur so ein hohes Alter, sondern sie erfreuen sich guter Gesundheit und sie haben einen klaren Verstand. Jod ist ein Spurenelement und
lebensnotwendig für den Organismus. Es regelt Wachstumsprozesse und die Entwicklung des Nervensystems und des Gehirns und hat damit einen Einfluss auf die Intelligenz des Menschen. Jod reguliert hauptsächlich natürlich die Schilddrüse und deren Hormone und damit den Stoffwechsel und das Herz-Kreislauf-System. Es hängt alles zusammen. Weniger bekannt ist, dass nicht nur die Schilddrüse, sondern auch viele Körperzellen Jod benötigen. Und das betrifft insbesondere die Zellen der Brust und der Eierstöcke. Also, liebe Damen, hört gut zu. Jod schützt ferner vor freien Radikalen, stärkt das Immunsystem, wehrt Bakterien, Viren und Parasiten ab, Stichwort Covid, und reguliert Zellwachstum und Zellteilung. Also das ist genial und universell schon fast. Es leitet zusammen mit Fettsäuren die Apoptose ein, das ist der natürliche Zelltod. Dieser eliminiert alte, kranke und geschädigte Zellen und verhindert damit die Entartung zu Krebszellen. Das ist vergleichbar mit der Müllabfuhr des menschlichen Körpers. Langfristiger Jodmangel kann eine Schilddrüsenunterfunktion verursachen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, weil in Deutschland flächendeckend Jodmangel herrscht und ein großer Teil der Bevölkerung unter Jodmangel leidet. Die Symptome einer Unterfunktion sind kalte Hände und kalte Füße, Verstopfung, Lustlosigkeit, Schlappheit, Energielosigkeit. Wer sich immer wieder durch den Tag quälen muss, sucht die Schuld oft bei sich selber. Ich habe nicht genug Disziplin und Willensstärke. Aber die Ursache ist oft eine körperliche. Je weiter sich der Mensch im Laufe der Jahrtausende vom Meer entfernt hat, desto mehr hatte er mit Jodmangel zu tun. Es gibt nur wenige gute natürliche Jodquellen, wie Fisch, zum Beispiel Kabeljau, Seelachs und so, und Krustentiere, Garnelen und Muscheln. Und die beste Quelle sind die Algen. Und die gibt es in Deutschland normalerweise nicht so. Die müssen importiert werden. Aber diese Dinge, die werden entweder gar nicht oder wenig oder nicht oft genug gegessen. Und weil Jod in küstenfernen Regionen halt Mangelware ist, hat man irgendwann angefangen, das Speisesalz mit Jod anzureichern. Ganz nach dem Motto, ein bisschen Jod ist besser als kein Jod. Und das ist auch gar nicht so verkehrt. Der Jodbedarf steigt im Alter, in der Schwangerschaft, in der Stillzeit. Bei Rauchern und bei sehr aktiven Menschen, Sportlern und solchen, die oft schweißtreibende Tätigkeiten verrichten, Arbeiter oder einfach aufgrund der hohen Temperaturen. Na, wenn Leute viel schwitzen, dann geht Jod verloren. Das haben wir hier im Moment. Süßkartoffeln, diverse Kohlarten, Hirse und Bohnen sind zudem Jodkiller. Wer viel davon isst, braucht noch mehr Jod, weil sie jodhemmende Glucosinolate enthalten und es verstärkt das Problem. Im Augenblick gibt es eine neue Modeerscheinung. Ja gut, wie neu die ist, weiß ich nicht, aber ich höre also gerade in letzter Zeit mehr davon. Und das ist die Einnahme von Jod in Megadosen, unter anderem wegen der Wirksamkeit gegen Krebs und vor allem Brustkrebs. Megadosen bedeutet Milligramm anstatt Mikrogramm und das ist eine Vertausendfachung der empfohlenen Menge. Aber was ist gefährlich und welche Dosis ist unbedenklich? Je nach Land und Region gibt es unterschiedliche Empfehlungen. Studien aus China empfehlen nicht mehr als 800 Mikrogramm pro Tag, in den USA 1100 Mikrogramm pro Tag. Bei einer höheren Dosis seien Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion zu erwarten. Die Differenz bei den Empfehlungen deutet auf zweierlei hin. Erstens weiß man es anscheinend nicht genau und zweitens
scheint der Mensch doch höhere Dosen ganz gut zu vertragen, siehe Japan. Die Warnung vor allergischen Reaktionen, die man immer wieder mal hört und liest, sind nur für sehr wenige Menschen von Bedeutung. Das heißt nicht, dass man sie ignorieren soll, aber ich denke, man kann das testen, kleine Menge Jod auf die Haut geben und wenn keine allergische Reaktion kommt, dann ist man auch nicht allergisch dagegen. Das geht relativ einfach, ohne dass man sein Leben riskiert. Vergiftungserscheinungen und Irritationen wie Bronchitis, Asthma, Augen- und Hautreizungen treten daher auch sehr selten auf. Sowohl zu viel als auch zu wenig Jod kann die Schilddrüse dauerhaft verändern, je nachdem auch, wie lange man das gemacht hat. Ein Jodmangel führt meistens zu einer harmlosen Schilddrüsenvergrößerung, auch als Kropf bekannt. Also am Anfang ist es kein Kropf, aber es wird irgendwann zum Kropf. Vor allem in den Alpen hatte man das früher. Dort ist der Jodmangel noch extremer als auf dem Flachland, ganz offensichtlich. Und es kann aber auch zu ernsten Problemen führen, wenn der Mangel zu extrem ist. Jodexzesse, das ist die andere Seite der Medaille. Studien haben gezeigt, dass eine andauernd erhöhte Jodaufnahme, insbesondere nach einem längeren Jodmangel, problematisch ist und zu einer sogenannten subklinischen Schilddrüsenunterfunktion führt. Das bedeutet, es gibt keine Symptome, aber die Schilddrüse macht schlapp. Gut, die Japaner machen das. Ich weiß nicht, ob die alle eine Schilddrüsenunterfunktion haben. Ich will mich dazu nicht äußern. Ich möchte mich nicht festlegen. Eine akute Jodvergiftung liegt Untersuchungen zufolge ab 15.000 Mikrogramm vor. Das sind 15 Milligramm und damit die hundertfache Menge dessen, was für Menschen in Deutschland empfohlen wird. Habe ich vorhin tausendfach gesagt? Ja gut, ein Vielfaches. Bei dieser Menge kann es zum Erbrechen kommen und sogar tödliche Folgen aufgrund eines Komas sind möglich. Ich habe davon noch nie was gehört. Habt ihr davon schon mal was gehört? Dann denke ich mir, so sehr oft wird es nicht passieren, aber es ist natürlich Mist, wenn es passiert. Demgegenüber sollte man sich vor Augen halten, dass diese vermeintlich gefährlichen Mengen Jod in Japan Normalität sind und auch Megadosierer, die ganz bewusst zu viel Jod einnehmen, also in Form von Supplementierungen, Tabletten oder Tropfen, vertragen diese Menge meistens ohne negative Begleiterscheinungen, Einschränkungen, wenn sie es nicht zu lange machen. Bedingung dafür: Sie müssen mit einer geringen Dosis anfangen, wirklich einer Mikrogrammdosis, und langsam steigern. Langsam. Nicht innerhalb von 3 Tagen oder einer Woche, sondern über Wochen und Monate. Das wäre dann meine Empfehlung dazu, obwohl eigentlich sollte ich da gar nichts empfehlen. Japanische Studien zeigen, dass eine erhöhte Aufnahme über die Ernährung nicht unbedingt zu mehr Autoimmunkrankheiten führt. Das ist doch erfreulich, oder? Die Fallzahlen in Deutschland sind derzeit stabil und zeigen keine auffällige Assoziation mit der aufgenommenen Menge an Jod. Es gibt wie immer mehrere Faktoren, die zu einer solchen Entwicklung beitragen. Die Schuld, einfach dem Jod in die Schuhe zu schieben, wäre etwas zu kurz gesprungen. Was ist mit dem Risiko Kontrastmittel? In der Medizin dienen jodhaltige Stoffe zum Beispiel dazu, bei einer Computertomographie die Gefäße sichtbar zu machen. Aber auch dieser Nutzen ist mit einem Risiko verbunden. Deshalb müssen die Vor- und Nachteile eingehend besprochen werden, vor dem Eingriff möglichst. Hochrechnungen zufolge sind diese Kontrastmittel für bis zur Hälfte aller neuen Schilddrüsenüberfunktionen und die Autoimmunerkrankung Morbus Basedow verantwortlich, weil die hohe Konzentration zu einer überaktiven Schilddrüse führt. Erstmal Basedow, das sind die hervortretenden Augen,
die riesigen Glotzaugen. Das ist auch so ein Symptom. Die Autoimmunkrankheit Hashimoto wird dagegen durch eine chronische Entzündung der Schilddrüse ausgelöst. Hier folgt auf eine anfängliche Überfunktion der Schilddrüse im weiteren Verlauf die Unterfunktion. Grundsätzlich gibt es bei beiden Autoimmunkrankheiten den Wechsel zwischen Über- und Unterfunktion. Wenn eine hohe Jodkonzentration gegeben wird, muss die Jodaufnahme über die Ernährung entsprechend reduziert werden. Auch wichtig, weil Fisch enthält eine Menge Jod. Und wer schon Tropfen oder Tabletten nimmt und dann noch viel Fisch isst, könnte sich in Schwierigkeiten bringen. Ist die genetische Disposition ein Risikofaktor? Die Antwort ist ein klares Jein. Nein, das ist schon nachgewiesen. Und auch andere Krankheiten begünstigen die Entwicklung von Schilddrüsenkrankheiten, wie zum Beispiel Diabetes vom Typ 1, Zöliakie oder Arthritis. Besonders häufig scheinen die Autoimmunkrankheiten nach sehr stressreichen Zeiten aufzutreten, die das Immunsystem beeinträchtigt haben. Immunsystem, wichtig. Eine Minderversorgung mit Jod während der Schwangerschaft kann beim Kind zu einer verminderten Intelligenz führen, wie gesagt. Eine Schilddrüsenunterfunktion hängt fast immer mit einem veränderten Stoffwechsel und Übergewicht zusammen. Das ist auch bekannt. Die Leute, die so ein bisschen gemächlich sind und es nicht so richtig eilig haben und so ein paar Pfund zu viel haben oder auch viele Pfunde zu viel haben, die haben oft eine Unterfunktion der Schilddrüse, ohne es zu wissen. Aus guten Nahrungsverwertern werden nun noch bessere Nahrungsverwerter. Man braucht immer weniger Kalorien und nimmt trotzdem zu, so ungefähr. Betroffene drängen dann gerne auf die Verschreibung von Medikamenten, was aber auch wieder nicht unbedenklich ist. Während die Jodversorgung in China, dem Kongo und Japan zu einer Überversorgung beiträgt, sind die Jodmengen in Deutschland sowohl im Trinkwasser als auch in der üblichen Nahrung sehr gering. Es heißt, dass nach der Eiszeit die jodreiche Humusschicht weggespült wurde, was die Böden in Deutschland jodärmer gemacht hat. Über die Nahrungskette wird der Jodmangel dann weitergegeben, ne, über die Tiere, die wir essen. In Japan und natürlich das Gemüse. In Japan führen jodreiche Algen und viel Fisch dann im Gegensatz dazu zu der Überversorgung wohl dem, der am Meer lebt, kann ich da nur sagen, und sich entsprechend ernährt. In Deutschland leiden 40% der Bevölkerung an einem mehr oder weniger ausgeprägten Jodmangel. Deshalb mischt man Jod ins Speisesalz. Das ist nicht optimal, aber es ist besser als gar nichts. Das Jod verflüchtigt sich mit der Zeit, weil man verbraucht das Salz ja nicht innerhalb von wenigen Tagen. Aber es gab schon deutlich schlechtere Ideen, um eine Mangelsituation in den Griff zu bekommen. Deswegen kritisiere ich das nicht. Mit Algen, Fisch und Milchprodukten lässt sich der Bedarf viel leichter und besser decken und in größeren Mengen. Schwangere und stillende Frauen, wie gesagt, deren Bedarf oftmals nicht ausreichend über die Ernährung abgedeckt wird, wenn sie überhaupt etwas Jodhaltiges essen. Viele mögen ja auch keinen Fisch und so. Das macht die Sache dann noch ein bisschen komplizierter. Diese Damen können Jodtabletten einnehmen, um die gesunde Entwicklung des Kindes nicht zu gefährden. Aber eine solche Supplementierung sollte wenigstens während einer Schwangerschaft dann doch mit dem Arzt abgesprochen werden und auch überwacht werden. Würde ich mal machen, vorsichtshalber. So, nun das Ergebnis meines persönlichen Experiments. Bei mir ist nie eine Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert worden, aber ich bin mir sicher, dass ich eine habe oder hatte, habe. Das geht ja nicht mehr weg. Wenn man lang genug unter Jodmangel litt, dann bleibt das wohl. Als junger Mensch hatte ich oft meine Last mit Schlappheit, Trägheit, Müdigkeit, Energiemangel, obwohl ich immer genug geschlafen habe und auch aktiv war, aber ich musste mich oft zwingen, den Tag zu überstehen. Seit ich denken kann, hatte ich Probleme mit dem Morbus Renault, von dem ich bis zu meinen Recherchen gar nicht wusste, dass das eine anerkannte Krankheit ist. Das sind die toten Finger, die tauben
weißen Finger. Ich habe darüber ein Video gemacht, das werde ich verlinken. Und auch das hängt mit Jodmangel zusammen. Und seit Beginn der Pubertät war das Gewicht ein dauerhaftes Problem bei mir. Ich habe zwar immer wieder wunderbar abgenommen mit Diäten und Kalorienzählen und was weiß ich alles und Extremsport, aber wenn man damit aufhört, dann nimmt man halt auch wieder zu und das oft mit Zinsen, wie man im Englischen sagen würde. Also man nimmt mehr zu, als man abgenommen hat, also das war es nicht, aber ich wusste halt auch nicht, dass Jod ein Thema ist bei mir. Ja, Morbus Renault noch kurz, da führt schon ein leichter Kältereiz, wie der Griff in die Kühltruhe oder auch psychischer Stress dazu, dass die Hände eiskalt und taub werden und die Durchblutung stoppt, mehr oder weniger. Und wenn sie dann wieder einsetzt, dann ist das eine sehr, sehr schmerzhafte Angelegenheit. Meine Schwierigkeiten mit dem Gewicht und die Trägheit hielt ich eigentlich immer für ein Charakterproblem. Und dass es so etwas wie Morbus Renault gibt, hätte ich mir gar nicht träumen lassen. Aber man erfährt sowas besser spät als gar nicht, ne? Gut es zu wissen, dass es nicht meine eigene Schuld ist. Irgendwann habe ich entdeckt, dass die Schilddrüsenunterfunktion alle diese Dinge verursacht, mit denen ich immer mein ganzes Leben zu tun hatte. Und das war der Beginn meines Experiments. Ja, ich habe Jod schon oft benutzt, äußerlich, weil es ja zu gefährlich ist, es einzunehmen. Aber auch äußerlich aufgetragenes Jod kann im Extremfall zu einer Überdosierung führen, je nach Menge. Aber das Risiko wird als eher gering eingeschätzt. Also, ausschlaggebend war für mich, wie ich mich fühle. Die Dosis war gering am Anfang, ich habe sie dann gesteigert. Liebe Leute, Achtung, das ist keine Empfehlung. Ich warne jeden ausdrücklich vor einem solchen Experiment. Jeder ist anders und was für den einen geht oder gerade noch geht, kann dem anderen zu viel sein. Mir war bewusst, dass ich mir Probleme einhandeln könnte. Erfreulicherweise ist das nicht passiert. Aber das bedeutet nicht, dass es bei anderen Leuten auch nicht passiert. Mein Selbstversuch hat sich über mehrere Monate hingezogen. Jetzt werdet ihr sagen, ja, warum hast du das so lange gemacht, wenn das riskant war? Ich habe mich einfach zu gut gefühlt, Leute. So einfach ist das. Ich hatte Energie ohne Ende. Das kannte ich so gar nicht. Und wenn man so eine Erfahrung macht, dann möchte man nicht wieder zurück in die alte Lethargie. War es keine mehr seit meiner Ernährungsumstellung in Richtung Low Carb. Ging es mir sowieso schon viel besser, wahrscheinlich weil ich mehr Fisch gegessen habe. Aber es war noch nicht, aber diese Jodzufuhr, ich sag euch, das war Speedy Gonzales, wirklich. Ich werde keine Angaben darüber machen, welches Produkt ich benutzt habe und in welcher Dosierung, weil ich nicht für eventuelle negative Folgen verantwortlich sein möchte bei jemandem, der mir das 1:1 nachmachen will. Wer so ein Experiment macht, möge bitte für alle Folgen selbst die Verantwortung übernehmen. Disclaimer. Mir ist natürlich klar, dass so eine Warnung bei vielen das Gegenteil bewirkt. Die hat gesagt, ich soll das nicht machen. Ja, dann mache ich es jetzt gerade. Der einzige Rat, den ich euch geben möchte, ist, wenn ihr euch wirklich dazu hinreißen lasst, so etwas zu machen, dann fangt mit wirklich Mikrogrammdosen an über mehrere Wochen und steigert langsam, weil ansonsten geht das garantiert nach hinten los. Wichtig ist die Selenversorgung während dieses Experiments oder überhaupt, wenn man viel Jod aufnimmt, dass Selen verbessert die Jodverarbeitung im Körper. Und 2 Paranüsse reichen dafür aus pro Tag. Für die Selenversorgung gibt es nichts Besseres als Paranüsse. Und es ist noch dazu etwas Natürliches, ohne Chemie, ohne Verarbeitung. Was Besseres gibt es nicht. Auch über Selen habe ich ein Video gemacht.
Das werde ich verlinken. So, was war jetzt positiv, was war negativ? Positiv war, ich hatte auf einmal Energie ohne Ende und konnte ein Projekt nach dem anderen wegarbeiten, ohne dass mir etwas lästig und oder langweilig geworden oder zu viel geworden wäre. Im Gegensatz zu sonst war ein weiterer Posten auf meiner Liste oder etwas Unerwartetes, was ich auch noch machen musste, kein Problem. Mein Denkapparat erbrachte Höchstleistungen, die Gedanken, meine Reaktionszeit, die Logik, alles war deutlicher, klarer, schneller, präziser. Ich habe mich so gefühlt, so aufgeräumt und so wohl gefühlt wie selten in meinem Leben, trotz dramatischen Verbesserungen nach meiner Ernährungsumstellung. Mein Blutdruck, der mein ganzes Leben zu niedrig war, hat sich normalisiert. Und das hat natürlich auch zu den, oder das hat hauptsächlich zu den warmen Händen beigetragen, die ich fortan hatte. Kein Morbus Renault mehr. Na, sowas aber auch. Negativ? Ja, negativ gibt's auch. Nach mehreren Wochen entstand ein leichtes Druckgefühl im Hals, Schilddrüse, ne? Und übermäßiger Speichelfluss und Schluckreiz. Jod beeinflusst auch die Speicheldrüsen. Und wenn man zu viel Jod bekommt, dann äußert sich das so. Und das sind die ersten Anzeichen für eine Überversorgung. Dann kamen Hautausschläge an den Beinen dazu. Interessanterweise nur an den Beinen und sonst nirgends. Aber das waren keine juckenden Hautausschläge, aber die gingen auch nicht mehr weg. Und am Ende habe ich festgestellt, dass ich angefangen habe zuzunehmen. Und das ist ja genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Oh je. Und das war der Punkt, an dem ich das Experiment beendet habe. Als mein Mann mich angeguckt hat und hat gesagt, oh, haben wir ein paar Kilo mehr? Habe ich gedacht, nee. Ja, klar, Covid. Während Covid haben wir alle ein bisschen zugenommen, vermute ich mal. Also ich habe ein bisschen zugenommen in der Zeit, aber das Jod, das hat dann nochmal das Seine dazu getan. Das Ende meines Experiments ist jetzt 2 Monate her. Die unerfreulichen Begleiterscheinungen sind nach und nach verschwunden. Mein Gewicht normalisiert sich wieder, ohne dass ich hungern muss oder so. Und zurzeit ist mein Tatendrang, trotz dieser extremen Hitze, die wir haben, irgendwie immer noch ungebrochen und ich habe immer noch einen normalen Blutdruck und warme Hände. Und vielleicht habe ich auch ein paar Krebszellen weniger im Körper. Jod speichert der Körper so lange in der Schilddrüse und den Körperzellen, bis er genug hat. Normalerweise wird der Rest dann über die Nieren ausgeschieden. Das ist also im Prinzip ungefährlich. Je nach Konstitution oder Nierenschäden eventuell vorliegenden, kann es natürlich passieren, dass die Überdosierung der Schilddrüse zwar auf die Sprünge hilft, aber später zu einer Unterfunktion führt. Und damit hat man genau das, was man eigentlich beseitigen wollte. Fisch und andere jodhaltige Nahrungsmittel habe ich für den Augenblick von meinem Speiseplan gestrichen, bis ich sicher bin, dass die Überdosierungszeit vorbei ist. Wenn ich etwas esse, was Jod enthält, dann merke ich sehr schnell, dass das meinem Körper zu viel ist. Dann fängt der Speichelfluss schon wieder an. Ja, ich werde in Zukunft meinen Jodbedarf nur noch über die Nahrung decken, habe ich beschlossen, weil Fisch wirklich absolut genug davon enthält. Wenn man regelmäßig solche Sachen isst, Fisch, Meeresfrüchte, Algen, braucht man keine Tropfen und Tabletten. Damit ist die Überdosierung dann auch ziemlich ausgeschlossen. Grünes Gemüse, Milchprodukte und Nüsse enthalten ebenfalls etwas Jod. Ja, wer Fragen hat, möge dies sagen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende mit hoffentlich nicht ganz so hohen Temperaturen wie bei uns. Die wichtigen Informationen werde ich verlinken, wie immer. Ja, und das war's. Tschüss und bis zum nächsten Mal.